Also gut, Boys and Girls, Dragon Ball Legends Festival Big Summons, sie haben über 20.000 CC, ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Wir werden sowohl für Big Score Summon als auch Evo Vegeta. Zuvor haben wir noch die Tickets, diese Tickets waren käuflich, die ballern wir auch raus. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr gepult habt, falls es noch zieht, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Glück. Oh, wir sollten mal kurz auch den Xeno-Spoiler reinballern, nicht dass wir zuvor gespoilert werden von dem Charakter, den wir ziehen. Ich werde gleich mit den CC erstmal einen kompletten Durchlauf bei Evo raushauen, dann bei Biscohan und je nachdem wie unsere Ausbeute war, ist, gehe ich dann auch in das andere Banner rein. Für den Anfang haben wir irgendeinen Sparken-Charakter, okay. Aber wir haben noch das Ticket von Evo, Leute, und wir haben einfach wieder einen neuen Evo. Mal gucken, ob ein neuer Evo-Arc startet. Ah, ich glaube, die Animation sagt nichts. Ob ein neuer Evo-Arc startet oder ob wir... What? Einfach Vegetas Waifu. Aktuell ist nicht nur in Legends viel los, sondern auch bei Holy Energy, deiner gesünderen Alternative zu herkömmlichen Energy Drinks, denn aktuell in der Black Week gibt es zwei neue Flavor, nämlich der Whiteberry Wolf mit wilden Waldbeeren und der Woodruff Wolf mit süß-würzigem Waldmeister. Der Bubblegum Butterfly ist ebenso zurück und diese Flavor sind limitiert und bis zum 28. November bis 16 Uhr verfügbar. Ihr entscheidet aber im Endeffekt, welche der beiden Wölfe permanent ins Sortiment hinzugefügt wird. Und zusätzlich dazu sind alle 9 ausverkauften Energy Flavors während der Black Week wieder verfügbar. Sei daher schnell, nutze den Link in der Beschreibung und auch gerne meinen Code OZERU5 für 5 Euro einmaligen Rabatt und den Code OZERU für permanente 10%. Zudem haben wir ein Neukunden-Highlight mit dem Starter-Set Deluxe mit allen 3 Probierboxen und Shaker für nur 34,99 vor dem Gebrauch meiner Codes. Und mit eurem Einkauf nehmt ihr noch am Gewinnspiel teil, welches bis zum 28.11. läuft und ihr im Hauptgewinn ein Auto gewinnen könnt, den Squad-Mobil, als auch 5x PS5 und mehr. Reinschauen lohnt sich da, Freunde, tu du dir was Gutes. Holy Energy kommt nämlich ohne Zucker mit nur 20 Kalorien auf 500 Milliliter, schmeckt richtig gut, hat, wie ihr es gesehen habt, sehr viele Flavor zu bieten, also wirst du sicherlich fündig. Und wir machen nun weiter mit den Summons. Keiner weiß. Oder ob wir Glück haben werden. Ich sag's mal so, in Legends hatte ich eigentlich durchaus Glück. Mit den Evolution Vegetas, die haben mich immer angenommen. Okay, ich will mich mal nicht zu sehr aufhalten, ne? Ich würde jedem empfehlen, der allererste Step in beiden Bannern ist 300 CC einmalig. Da würde ich einfach sagen, jeder haut das raus. Ob ihr dann weiter summen wollt oder nicht und wo ihr summen wollt oder nicht, ist euch überlassen. Bei mir wäre es eigentlich tatsächlich vom PvP her lukrativer, wenn ich im Banner von Biscuan summen würde, wegen Orange Piccolo. Weil ich Orange Piccolo gerade in meinem Main-Team spiele mit Janemba und ich habe es oft gesagt, aber ich habe technisch gesehen Orange Piccolo noch nicht gezogen. Ich habe ihn ja mit dem Pidi holen müssen. Aber dass ich da mehr Sterne für ihn habe. Und natürlich funktioniert auch der neue Biscuan gut in der Umgebung mit Orange Piccolo. Aber dieser Evo Vegeta und sein Artwork, wenn ich das sehe, ich weiß nicht warum, er lächelt mich einfach so an. Er sagt, Junge, also du, komm einfach ran, Boy. Du weißt, Evo Vegeta ist so geil. Aber wir waren halt. Und das Geile ist ja, man beginnt als Evo. Also der Fokus vom Charakter ist halt Evo. Hast du dich verlaufen oder was? Du warst ein Sparking-Prozent Charakter von wann? Von dem UI oder von wem war der? Von Goku und Freezer? Es geht wieder los. Es geht wieder los, es geht wieder los. Zahando ist am Start, Zahando ist am Start. Zahando ist am Start, es geht wieder los. Und ich sag's mal so, Leute. Worst-Case-Szenario, müssen wir auf ein PD gehen. Auf irgendeinen. Müssen wir machen. Weil einen von beiden hätte ich gerne. Ich weiß, es kommt auch noch ein paar Zeitcharakter, es kommt auch noch ein paar 3 eventuell, Ultra sogar. Aber einen von beiden brauchen wir. Mein Herz sagt Evo. Mein Verstand sagt Beast. Aber wir gucken mal, wir hauen erstmal die Sounds raus, ob es dann im Prinzip zu einem PD kommen wird oder nicht. Schauen wir mal. Genau, und die 1% Nebencharakter hätte ich natürlich auch gerne, warum nicht, annehmen, mitnehmen. Golden Freezer soll sehr gut sein, sagen sehr, sehr viele von euch. Zu Gotenks habe ich tatsächlich noch nichts gehört.
kann seinen Vater anschreien, aber nicht mich, Junge. Was ist mit dem? Der hat's einfach... Junge, der... Du bist nicht der 1% Spartan-Charakter in diesem Banner. Geh weg, das ist Golden Freezer. Hau ab, Junge. Gotex nicht gut? Labert nicht. Echt? Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut, oder was? Groupsum können wir gleich machen, ja. Junge, da hat einfach einer in den Chat-Comment reingewartet, dass ich Liegestützen machen soll, während den Summons. Say less. Nächster Step. Wir müssen in Evo gehen. Was denke ich mir? Evo Vegeta ist so pumpt und lean und ich sitze hier einfach rum. Das kann doch nicht sein. Also nächstes Mal, wenn ich den Multi drücke, während die Animation läuft, genau dies. Liegestützen, rein da. Ich glaube 5 Stück muss machen, oder? Say less, Jungs, say less. Macht alle mit gleich. Macht mich schon mal warm. Okay. Shit. Mit einer Hand auf den Rücken, Big Creeps, Alter. So viel Vegeta will ich jetzt auch nicht. Okay, da ist das die Action höher, Step. Sieht so aus. Combine auch noch hinterher? Wollt ihr mich ver... Wie viele Stones habt ihr eigentlich? Was sind Combine? Wie viel Sit-Ups? 10 oder 5? Mit beiden Händen hinter Rücken, ja, ja. Combine sind 10 Squats und das andere 5 Liegestützen. Okay, wir machen erstmal die 5 Liegestützen in dem Multi und danach das andere. Seid ihr bereit? Aber ich weiß nicht, ich sehe jetzt nicht, was für eine Animation kommt. Was war? Dragon Balls. Okay, easy. Dragon Balls. Nächste Multi 10 Squats oder was? Oh man, lieben Dank für dein Sub, was geht ab? Dritter Monat, Evo auf 6 Shine Incoming. War nur Dragon Balls von Animation, ja, oder? Okay. Also aus Evo Spanner würde ich auch gerne MVP 17 ziehen. Den habe ich noch gar nicht. Golden Freezer. Toppo nimmt eine Hand durch, du nimmst beide hoch. Digga, was ist mit euch, TOP-Charakteren? Mach mal langsam. What? Gut, einen haben wir schon, aber... Ah, ich hatte Hoffnung, dass Evo ist. Welcher Multi ist das? Ist es der Free-Multi oder der vorletzte? Okay. Okay. Letzte Multi von dem Durchlauf, dann gehen wir rüber in Beast. Und dann schauen wir mal, wie wir weiterpullen. Aber ich muss erstmal 10 Squats machen. Ah, let's go! 2! Richtig runter, Jumpman, Jumpman! Seht ihr mit? Einfach keine Animation, laber nicht! Ich komm gleich! Ich hab extra eine Show angezogen, weil ich schon wusste, dass er so Faxen macht, nicht. Gut, bin schon ein bisschen warm geworden, so ist nicht. Aber war schön, keine Animation. Junge, da hat auch noch einer kaum Sixpacks eingelöst. Warum? Jetzt muss ich noch 10? 10 ist... ADF, Alter. Alter, wie geht's da? Komm, Sixpacks, einfach 10 Sit-Ups. Ey, Jungs, warum? Lass mich mal, danke schön, komm, trinken hier. Boom. Also, falls ihr auf YouTube sich fahren, was labert der Junge? Auf Twitch gibt's so Befehle, bei mir gibt's Stones. Könnt ihr Stones farmen, auf Twitch. Und dann, kann ich so Faxen machen. Ha, yo. Aber da, 2 haben komm, trinken reingeballert, die denken an den Boy. Dankeschön. Okay, bürg mich jetzt erstmal. Wir machen gleich die 10 Sit-Ups. Nicht in diesem... Obwohl. Ja, oh mein Gott, 10 Sit-Ups. Das wird wahrscheinlich länger dauern.
Einfach Workout-Stream, ja man. Chat rastet aus. Sportliche Evo-Summons. Ja, das ist jetzt, also wir haben gerade einen Durchlauf bei Evo rausgehauen. Wir haben Golden Freezer gezogen. Jetzt sind wir im ersten Durchlauf bei Biscohan. Das ist der zweite Multi davon, richtig? Vom ersten Durchlauf. Und ich muss aber hier den Hampelmann spielen. Ich muss hier Sit-Ups machen und so fort. Jetzt überlege ich, wie ich das machen will. Also ich schau kurz, ob er mich überhaupt sieht. Ja, mir egal, Leute, ich mach's einfach da hinten. Komm, Backflip. Ja, ja, Backflip. Oh, man. Backflip vor allem. Warte mal, 10 Sit-Ups, die muss ich schnell machen dann. Guck mal, die Animation. Die ist schnell vorbei. 5 Liegestütze gehen ja fit. Aber bis ich erstmal mit den Sit-Ups unten bin. Ja, schon viele Green Skies, ne? Grüße, Asadi, was geht ab? Komm, alle 20 Minuten Laufband. Komm, Liegestütze mit einem Finger. Ja, ja. Okay, Leute, pass mal auf. Dann machen wir nach der Multi die Sit-Ups. 10 Stück, ne? Ja, wenn Trunks Battle-Animation so kommt, habe ich ein bisschen mehr Zeit, ja. Egal, ihr müsst jetzt mit mir. Also, seid ihr ready? Okay. Darf ich mich wieder hinsetzen oder soll ich weiterhin stehen? Darf's stehen? Eieieiei. Stehen auf einem Bein. Eieieiei. Peace sind kommen. Die ist ja gut. Weg mit dir, Vegeta. Tumi, nimm dafür 14 Monate Asyl ab. Könnten auch Crunch sein, ist mir egal. Ob das jetzt Sit-Ups, wortwörtlich Sit-Ups waren oder Crunches oder was auch immer. Das sei mal dahingestellt. Ja, ich überleg grad schon nämlich im Hinterkopf. Für wen ich sammeln soll. Nach dem Multi. Nach dem Durchlauf. Ich glaube, ich werde für Evo sammeln tatsächlich, weil es halt Evo ist. Also wie gesagt, mein Herz sagt Evo, mein Verstand eigentlich Biscohan. Wegen Orange BD's Gohan Setup so. Mit Janemba zum Beispiel noch, warum nicht? Das Setup stelle ich mir geistkrank vor, wenn ich das auch schon ausspreche. Biscohan Ultra Janemba und Orange Piccolo. Gohan wäre auf jeden Fall schlauer, aber Evo. Genau das spielst du und wie läuft's? Okay, das ist jetzt der letzte Multi, Leute. Im ersten Durchlauf für Biscohan. Ich muss jetzt wirklich entscheiden, auf wen ich erstmal einen Fokus legen, weil Worst Case Pity. Und ich glaube, es wird Evo, Leute. Ich kann jetzt nach dem, was ich jetzt an sportlicher Leistung erbracht habe, kann ich nicht sagen, ne? Ich gehe jetzt auf Evo. Nicht schon wieder Evo, Chef. Schau, na Leute, wir gehen auf Evo. Neue Tickets mache ich nicht. Ich glaube, ihr hört mir nicht zu, oder? Wegen Pity.
Tickets hau ich nicht raus. Okay, Leute, dann wird's Evo. Denn er ist so geil. Evo Vegeta. Wie viele Jahre ist der Evo Vegeta Chef der? In Dokkan? Okay, Evolution Vegeta. Miau. Leute, 15k, ist hier ein Evo, muss auch drin sein, oder? Und MVP 17 hätte ich auch gern, ja. 2021, 2 Jahre. Ob sich das wiederholt. Zuelle. Alter, hör mal auf, das. Warum kommen immer diese falschen 1% Spartan-Charaktere? Haben die auch hier 1% Rate oder was? Das gibt's doch nicht. Guck mal, ich zieh dir aus anderen Bannern viel öfter als aus ihren Hauptbannern. Mal kurz gucken. Also Evo 05 normal wie immer, 025 und die anderen Nein, guck mal, die haben 05. Ja, 05 haben die. Ja, okay, okay, die sind auch noch trotzdem Featured Sparking. Verstehe, mit 05. Deswegen kommen die so oft. Ich hab mich schon gewundert. Kreuzzähl mit Fernseher machen. Ich hab einen 10k, 7 Sterne diesen Gotrix gezogen und ich war einen Korn. Das tut weh. Einfach C18. Ja, mal schauen, was ich für ein Team mache, wenn ich Evo ziehe. Schauen wir dann, weiß schon nicht. Das war unser erster LF, gell, von all den Summons. Schade, der hätte MVP 17 sein können. Der alte, schade, Mann. Ah, MVP 17, ich bin mehr gewünscht. Hab Goku und Vegeta heute den 300er gezogen, das riecht gut. Spaß ist auf Part 3, let's go, direkt Part 2 gibt dann. Der Wille. Erster LF war das, ja. Genau. Falls du Evo ziehst, gehst du dann auf Gohan oder weitere Sterne? Dann gehe ich vermutlich auf Gohan, ja. Wobei, mit diesen Sternen pullt man den? Ich hätte gerne im Endeffekt beide, ich sag's mal so. Aber worst case, wenn ich mich halt auf einen 3. Oh je. Wenn ich mich halt auf einen konzentrieren muss, dann erstmal Evo. Worst case, PD halt. Geh eigentlich selbe Ski wie mit Gamas und Piccolo, Leute. Aber im Spiel muss ich auch auf PD gehen. Deswegen, ich will mich erstmal auf einen Charakter konzentrieren. Ja, aber Z-Power würde ich eigentlich auch gern für Orange Piccolo ausgeben. Okay. Das ist schon mal, das ist so die erste hoffnungsvolle Animation, die wir haben. Into Genki-Dama. Into Genki-Dama. Interessant. Erste hoffnungsvolle Animation. Einfach Raditz. ist das die Godcore-Animation aus Dokkan oder was? Was ist das hier? 3 nicht featured SSR oder Sparking halt. Oh, ich habe Vegetas Stimme gehört.
Ey, Great Ape, ganz ehrlich, den nehme ich an. Den will ich nämlich irgendwann auf 7 Sterne Rot haben. Ich feiere den LF richtig und ich feiere auch Great Ape Vegeta. Ich bin gespannt, ob wir in der Celebrate. Also, ein paar haben auch gesagt, das würde ich feiern. Imagine Part 2 Saiyan Saga. LF Gallic Gun gegen LF Kaioken. Oder wenn es auch nur ein LF ist, dann LF Kaioken Goku mit der Kamehameha. Weil Great Ape Vegeta LF haben wir auch schon. Schon, auch wenn er keinen Gallic Gun macht. Aber wenn man ihn dann Zenkai gibt oder seinen eigenen Platin-Equipment, er hat ja nur eine Saga-Equipment, ein Saga-Platin-Equipment. Ich feiere diesen Great Ape richtig, Mann. Wirklich, der ist ein richtig geiler Char eigentlich. Ah, schade. Ja, der ist auch kurz vor 7 Sterne Rot tatsächlich. Falscher Vegeta, ja, Mann. Puh, Part 3 sollte ja dann eigentlich ein Ultra-Char kommen. Eigentlich schon, ja. Und ich würde mir Ultra-Vierfachen Gogeta wünschen. Wenn er kommt. Ja. Brauchen ein Evo-Emote. Safe. Schon wieder der. Okay. Langsam schwindet die Geduld. Okay. Let's go. Evolution Vegeta! Please. Kakaroko. Komm schon, Game. Boltzmann, lieber Freund, gib jetzt ab, was sie da ab. Jetzt direkt ihn ziehen, ich hoffe es. Ich hoffe nicht, dass ich mir jetzt Unglück gebracht habe mit dem Vegeta Trip und dem Evo Song. Meine Waifu, nehme ich. Achso, okay, das war der erste Step. Verstehe. Ah ja, stimmt, wir haben einen neuen Durchlauf angefangen. Okay, Boys und Girls, jetzt brauche ich, aber jetzt müsst ihr believen. Auf geht's. Komm schon. Oh, Herzinfarkt. Komm schon, bitte. Oh! Der Falsche einfach. Der Falsche. Das gibt's doch nicht. Ah, ja, wir kommen der Sache näher. Safe. Da hat schon wieder jemand Combine eingelöst. Wie oft könnt ihr das denn einlösen? Ich mach das aus, mega. Vegeta Training, let's go! Für Evo! Komm schon! Okay? Müll-Animation. So, jetzt aber jetzt verbanne ich euch ins Schattenwelt. Jetzt könnt ihr nichts mehr einlösen und so. Genug Sport für heute. Komm schon. Vegeta, bitte. Vegeta, please. Vegeta. Vegeta, du bist so geil, bitte.
Oh oh. Oh oh. Wiederholt sich das mit Evolution Vegeta? Oder nicht? Man weiß es nicht. Evo, please. Please. Jetzt aber! Ja, ich hab auch auf Broly gehofft, wirklich. Ah, aber Goku ist nicht Blue, ne? Das ist nicht garantiert. Goku hätte Blue sein müssen, ne? Zählt nicht, ja. Könnte aber sein. Wir gucken mal. Eis Shenlong. Okay, ja doch. Mein erster MVP 17. Doch, nehme ich. Erster MVP 17 nehme ich. Okay, nice. Doch. Sehr gut. Doch, ist gut, nehmen wir. Wenigstens etwas safe. Besser als ein anderer LF, den ich gar nicht gebraucht hätte. Ich glaube, ich werde wieder gehumbled gerade von Vegeta. Schon wieder Blue. Ja, Big Dreams. Juan, was ihr habt, mein Boy, die nach für den 13. Monat alles fit. Die Scoren ist richtig gut, ja. Leute, wird wieder. Oh. What? 8K haben wir nur noch. Ich wurde wieder gehumbled. Wieder hinsetzen. Komm runter. Musst du wieder hinsetzen. Komm. Chill, euer Leben. Hey! Und gehumbled wurden wir. War schön. Big Dreams, Evo. Zeit Durchlauf haben wir noch, ja. Ja, schade, ja. Tickets hole ich nicht, Leute. Ich glaube, ihr versteht kein Deutsch, oder? Pity, Evo muss kommen, egal wie. Evo muss kommen. Der Evo-Chef in Lokan wird sich nicht wiederholen, weil wir haben da ein Pity-System. Let's go, say less. Aber ich will bitte nicht aufs Pity gehen müssen, bitte, please. Komm, Ladies, gönn. Hallo? Okay, ja. Das ist der Humbling-Session von Evo, Leute. Der humbelt mich jetzt erstmal. So, Junge, du hast genug Glück. Der sagt jetzt, Junge, du hast genug Glück in den letzten Monat, in den letzten zwei Monaten. Jetzt sag mal langsam, du Pisser, sagt er zu mir. Evo, ich. Ist okay. Komm, schläg rein, komm, Hinterhof auf, komm. Escalation, dann humble ich dich mal. Was denkt er sich eigentlich, Evo, oder? Was denkt er sich? Komm, 1-1. Pisser Evo, Alter. Du bist nur so groß wie Kakarot wegen deinen Haaren. Deine Haare sind einfach 2 Meter groß. Oder hoch. Jetzt fängt's an, jetzt Escalation, Trash-Talken. Glaub mir. Glaubst auch, du bist lean, oder? Evo-Form, was ist denn das für eine Form? Deine Form hast du nur bekommen, weil Goku Ui bekommen hat. Dass die Evo-Fans auch was haben. Einfach Fan-Made-Form. Evo.
Was ist Evo schon für eine Form, Digi? Einfach irgendwas. Kurz mal, schon wieder Zeitpunkt 0, auf einmal Powerboost. Junge, komm, lass mich in Ruhe. Trashboy. Wir ziehen gar nicht für Evo. Wir ziehen für Kaioken Goku Blue. Kakaroto. Jungs. Safe. Falsches Cosplay, ja. Ihr habt recht. So, wohin? Broly kommt einfach nicht. Nicht mal Vegeta kommt, nichts. Okay, weiter geht's. Mann! Ich hätte echt noch gern Durchlauf für Beast gehabt. War es das der letzte Multi oder was? Oder haben wir schon den ersten angefangen? Das ist der letzte, glaube ich. Schon wieder der, ich glaube nicht. Okay, ein weiterer Durchlauf. 5k habe ich auch. Jetzt kommt die Skips. Jetzt Geduld am Ende. Dein Ernst? Gut so, Junge. Gut so. Wäre auch besser so. Wäre auch besser so, du Besser. Was du eigentlich findest. Dein Artbook ist brutal. Das musst du dich schon lassen. Komm nach Hause, Junge. Hab ich da vor Grill App gezogen? Das ist ein richtiger Osaru-Multi. Great Ape auf 7 Sterne rot. Und Evo und Kaioken Goku Blue. My man. Say less. Evo und ich so. Ich sag doch. Legends Evo. Ey, das Artwork. Oh mein. Jetzt schaut euch das an. Bounceman, my man. Warte, lieber für die 10 Subs. Crazy. Was geht? Schaut euch das an jetzt. Oh, Schock, meine. Trash Talk funktioniert immer. Safe. Okay, Freunde. Let's go. Evo wurde gezogen. Genau das! Wirkt euch. Okay. B-Squad? Ja, das sind jetzt Skip-Sums. Nur so ziehe ich die Chance. Jungs, B-Squad? Ich weiß, das ist immer nur ein Joke, ich werde nicht alles skippen. Passt auf. Es wäre auch wirklich genial, wenn ich Orange Piccolo ziehen würde. Please.
Danke, Vegeta, für Gohan. Späß. Danke, Vegeta, für Piccolo. Späß. Vegeta, vielen Dank für EX Toma. You know this? Okay. Oh mein Gott. Lahe, wen lachst du hier aus? Wirklich. Puh, Gott sei Dank habe ich den gezogen hier, wirklich. Oh mein Gott. Gra. Tschüss. Eieieiei. Okay. Broly. Nochmal, Vegeta. Ah, oh, dann hat nicht. Machst du es selber? Dragon Fist. Believe dir. Dacht auch, Chris, ja, Mann. Wie ist Gohan? Dankeschön. Der falsche Gohan. My man, in Dokkan bist du der Beste. Aber in Legends brauch ich nicht. Tatakai. Schade, falsche Beste, ja, Mann. Ah, ja. Schrei nicht so. Oh, das ist der Nebencharakter von Orange P gewesen. Den habe ich aber sehr gern gespielt. Den habe ich sehr, sehr gern gespielt. Okay, interessant. Warte, komm, den Durchlauf haben wir noch. Ich habe noch 2K CC. Puh. Wie viel hat sich Zahnzahns... Trunks. Warte. Broly? Dimensionscrack? Fragezeichen? Also Leute, was glaubt ihr? Habe ich hier einen Dimensionscrack drin oder nicht? Komm schon. Okay, wir haben aber einen LF. Frage ist, welcher LF? Orange Piccolo will ich auch annehmen. Bitte. Bitte Orange P, wenn ich Beast. Pilzkopf, Junge, Alter. Oh mein Gott. Eieiei. Eieiei. Damn. Boys and Girls, letzter Multi von diesem Durchlauf ist ein kostenloser, den hauen wir gemeinsam raus. Oh, dann habe ich auch keine CC mehr. Ah doch, da habe ich auch 1000, die können wir auch noch raushauen. Ich wünsche euch sehr viel Glück, falls ihr mitzieht. Evo war, ist schon drin, das ist sehr gut. Wichtig, äußerst wichtig. Dies wäre noch geil, so ist nicht. Aber Gott sei Dank habe ich einen von beiden gezogen. 3, 2, 1. Ich glaube, das ist nichts. Ja, ich glaube, das ist nichts. Schade. Dreams? Ja, wird nichts. Krausia Punch. Lieben Dank für 14 Monate Ausgabe. Aber den ersten Set können wir gleich noch raushauen. Ich habe ja nämlich 1000 CC. Und okay. Cool. Leave it.
Obwohl Green Skies. Trotzdem zwei Spaten gehabt, okay, aber nichts Neues. Okay, also auf die Zauner CC, die können wir im Laufe des Streams auf jeden Fall noch raushauen. Letzte Multi fürs heutige Sum-Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Boys and Girls. Bei den Gohan-Coins, die lasse ich jetzt erstmal. Da werde ich Worst Case aufs Pity gehen für Gohan. Die Evo-Coins lasse ich auch mal. Da habe ich 19. Ich könnte mir nämlich zutrauen, dass ich auf die 30 Coins gehe. Wobei, ich sag mal folgendermaßen, wenn ich Evo im nächsten Multi ziehen sollte, dann habe ich ihn 6 Sterne. Das reicht mir, weil ich würde ihn schon gerne auf 6 Sterne haben. Und dann tue ich die Coins natürlich in Tickets umtauschen. Aber wenn ich innerhalb von den 30 Coins keinen weiteren Evo ziehe, darum geht's, dann hole ich mir den 600 Siegkraft Multiplikator. Genau. Ah, dammit. Da hatte ich noch Hoffnung. Okay. Leute. Big Summons, Gott sei Dank Evo gezogen. Ich sag's mal so, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Peace.